Schulzendorf südlich von Berlin. Der Traum vom eigenen Haus für Heiko Bartrow, 46, ist er Wirklichkeit. Mit Leidenschaft pflegt er seinen Garten. Doch bald könnte all das vorbei sein. Die Zwangsversteigerung droht wegen rund 168.000 Euro Schulden. Ich weiß selber, da rutscht doch manche Träne manchmal raus, wenn man über das Thema redet. Sie merken, bei mir kommt es auch, dass man einfach über das Thema dann nicht mehr sprechen möchte. Sie haben drei Wünsche frei. Welche wären das? Ja, das Haus zu behalten, dass die Familie wieder glücklich ist. Ja, mehr wollen wir nicht. Und unsere Arbeit behalten können. Haus und Garten auf 700 Quadratmetern. Seit 6 Jahren wohnt der Hausmeister einer großen Klinik hier mit seiner Lebensgefährtin. Das Paar lebt einfach und bescheiden. Die meisten Reparaturen und Umbauten erledigen sie selbst. Ja, hier kann man unsere Küche sehen. Eine ganz normale Küche, wie sie eigentlich jeder Haushalt hat. Mit den Geräten. Sie sehen ja unsere Arbeitsplatte. Kein Marmor, nichts Besonderes. Also halt, wie eben jeder Haushalt seine Küche hat. Hier ist unser Bereich, wo wir Besuch empfangen, wo wir mit Freunden sitzen, wo wir mal Musik hören können und auch lesen, wo man sich einfach mal zurückzieht in Ruhe. Die hohen Schulden, seine Partnerin schämt sich dafür. Meine Lebensgefährtin ist leider besonders darunter. Sie lebt ja seit einem Vierteljahrhundert hier draußen. Und der Gedanke, jetzt aufgrund der Umstände das Haus zu verlieren, in Schulden zu stecken, macht die Sache sehr schwierig. Schwierige Situationen sind die Sache von Johann Tillich, 52. Der Finanzexperte aus München kennt hunderte ähnlich gelagerte Fälle von Überschuldung. Kann er das Haus von Heiko Bartrow und seiner Lebensgefährtin retten? Nur 6 Monate ohne Job ließen bei ihnen die Schulden wachsen. Tillichs Bestandsaufnahme der finanziellen Situation dauert rund 1 Stunde. Die Lage scheint übersichtlich. Das Paar steht bei 4 Gläubigern in der Kreide. Das Hauptproblem? Der Kredit auf dem Haus mit 153.000 Euro. Heiko Bartrow hat wieder Arbeit, verdient jetzt aber weniger. Der Experte rechnet Einnahmen und Ausgaben gegeneinander auf. Es gibt eine Belastung von ca. 1.330 Euro monatlich, die nur fürs Haus aufgewandt werden müssen, ohne Nebenkosten fürs Haus, wie Kaminkehrer, Müllabfuhr und so weiter, ohne gelebt zu haben. Und wir haben hier eine Tabelle, da kann man ganz gut nachlesen, was müsste bei einem Ehepaar mit einem Kind, das wäre vergleichbar, übrig bleiben. Es wären nochmal außerhalb dieser Summe nochmal 1.300 Euro. Das heißt, der müsste mindestens 2.700 bis 2.800 beide zusammen netto verdienen, um überhaupt die Finanzierung durchzukriegen. Und da fehlt einfach das Einkommen dazu. Man hat dafür hart gearbeitet und man ist jetzt an einem Punkt in seinem Leben angekommen, wo das Einkommen einfach nicht mehr reicht, um das Haus aufrechtzuerhalten. Also es ist schon eine bittere Pille, die man hier schlucken muss. Die Bank kündigt den Kredit fristlos. In wenigen Wochen soll das Paar über 150.000 Euro zurückzahlen. Zwangsversteigerung droht. Die nächste Folge ist, dass die Wohnung versteigert wird. Das heißt, es wird ein Gutachten gemacht. Von dem Gutachten ist in der ersten Termin ca. 70% zu erwarten vom Erlös. Im zweiten Termin, wenn es nicht im ersten weggeht, 50%. Das hieße, wenn die Bank das Haus versteigert, bleibt das Paar dennoch auf Schulden sitzen. Aber der Experte sieht einen Ausweg. Das, was wir machen werden, was ich denke, sehr erfolgreich machen können, dass wir der Bank eine Lösung kriegen, dass das Objekt freihändig verkauft werden kann, das heißt zu dem bestmöglichen Preis. Wir werden auch die Zeit kriegen, Ruhe zu verkaufen. Und ich denke, dass vielleicht dann auch so eine Summe von 200.000, 210.000 erreichbar sein kann. Der Expertentipp: Die Immobilie sollte in jedem Fall verkauft werden, und zwar auf dem freien Markt. Bartrow wäre schuldenfrei. Vor 20 Jahren gründet Tillich den Verein für Existenzsicherung. 2.500 Mitglieder haben seitdem seinen Rat gesucht. Von den Personen kann es jeden treffen, ob Arbeitnehmer, Selbstständigen oder auch Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater. Die Verschuldung ist so geplant, dass es eintreten kann durch Arbeitslosigkeit, Krankheit, Überfinanzierung, teilweise einfach durch Falschanlagen bei den Banken. Ungute Beratung, so erging es auch dieser Familie aus Berlin-Pankow. Solwaj Schibilski sorgt mit Klavierstunden für das Überleben der Familie. Ihr Lebensgefährte Georg hat in eine Problemimmobilie investiert. Eine Wohnung in Essen, 2 Zimmer, knapp 50 Quadratmeter mit angeblicher Mietgarantie. Also der Vermittler kam ins Haus und er hat mir hoch und heilig versprochen, dass ich also damit nichts zu tun haben werde. Ich brauche nur die Sachen knicken, lochen, abheften, wie man so sagt. Und da und da und da unterschreiben und um den Rest kümmert er sich. Und das beinhaltete eben auch den Kreditvertrag mit der Bank. Diese Investition kostet ihn vor 12 Jahren 276.000 D-Mark.
Es kam am Anfang immer nur Rechnungen, jetzt irgendwie die Immobilie betreffend und gar keine Einkünfte. Und dann habe ich mal nachgehakt, woran das denn liegt und warum mein Mietkonto im Minus ist und so weiter. Und dann erfuhr ich eben, dass gar kein Mieter da ist. Georg Schwerski kannte die Wohnung nur aus dem Katalog. Die nahegelegene Bahnlinie war darin nicht erwähnt, die aber schreckt potenzielle Mieter ab. Bisher sind 60.000 Euro abbezahlt, bleiben unterm Strich Belastungen für das Auto und überzogene Konten. Größter Posten ist die Wohnung mit noch 80.000 Euro. Und dann wird eben was verkauft oder ein Freund gebeten zu helfen, was das, ja auch schon schwer ist, dass wir einfach wieder aus dem Minus ein bisschen rauskommen, das abzufangen. Und irgendwie haben wir es bis jetzt geschafft, uns so einigermaßen über Wasser zu halten. Aber so kann es nicht weitergehen. Unser Experte nimmt sich des Falles an. Auch hier wühlt sich Johann Tillich durch die Akten und macht Kassensturz. Wir liegen also Ausgaben bei 2.742 Euro. Bei Einnahmen von 2.500 Euro. Da waren wir aber noch nicht einkaufen jetzt. Richtig. Mindestens 242 Euro Verlust Monat für Monat. Momentan wird an die Bank bezahlt Zins und Tilgung. Die Rate beträgt 931 Euro. Wenn wir jetzt die Tilgung aussetzen, das heißt, es werden nur Zinsen an die Bank bezahlt, gibt es eine Ersparnis von ca. 570 Euro, die monatlich wenig aufgebracht werden müssten. Mit der Möglichkeit der Umschuldung der Kleindarlehen würde noch ein Ersparnis von 50 Euro rauskommen. Da liegen wir ca. von 620 Euro und dann sind wir wieder im grünen Bereich. Der Expertentipp in diesem Fall, die Tilgung am besten aussetzen lassen, die Wohnung schnellstmöglich verkaufen. Grundsätzlich rät der Experte den Schuldnern. Ich muss frühzeitig mit den Gläubigern reden, muss versuchen, eine Lösung herbeizuführen und nicht mich totzustellen und warten, bis die Gerichtsvollzieher, die Mahnschreiben kommen, bis die Anwälte eingeschaltet werden. Je früher man mit Leuten spricht, desto leichter kommt man aus der Geschichte wieder raus. Die eigene Immobilie, für viele gilt sie als die ideale Altersvorsorge. Aber der Weg zum endgültigen Besitz ist lang und voller Hindernisse.